Und damit willkommen zurück zur Runde beenden Deluxe. Sonst war ja nichts, glaube ich. Ach, du warst das. Upsi. So, aber Heinrich Kämmerer, ein bisschen mehr Geschwindigkeit kann nicht schaden. 6% sind 6%. Im Notfall kann es was ausmachen. Gerade wenn es darum geht, schnell den Gegner zu erreichen, wenn er beispielsweise Eisenbrecher hat. Das könnte vielleicht die eine Sprengladung sein, die sie weniger werfen können. Ach, Hallöchen, Ungrim. Na, den packe ich mir mal persönlich. Minus 4 Führerschaft als beständige Aura. Das kriegt mal mein Fluchfürst, das ist ja eh der Kämpfer schlechthin. So, mit dir habe ich jetzt ein Hühnchen zu rupfen, Freundchen. Gut. Gegen Zwerge in dem Tunnel. Auf diese Weise wird es schwer sein, mit meinen Blutrittern richtig zu flankieren. Aber ich habe diesen Penner abgefangen. Das ist das, was mir wichtig ist. Weit auseinander kann ich euch nicht ziehen. Passt. So. Was ihr immer mit eurem Blatt haben wollt. Was wollt ihr denn immer für Blätter? Wollt ihr so Ahornblätter sammeln oder was? Ich dachte, diese Zeiten sind rum. Gott, sind die schnell. Selbst in ganz normaler Bewegung. Das ist echt zu schnell. Ja, und Kavallerie zum Flakieren hier? Nee, ganz ehrlich, im Tunnel funktioniert das nicht. Im Tunnel funktioniert diese Taktik nicht. Dass wir jetzt unsere Flederbestien reinpreschen lassen und dann die Blutritter flankieren, dafür ist der Raum viel zu klein. Da müssen wir tatsächlich umdenken und die Blutritter frontal reinpreschen lassen. Zusammen mit unseren Wargulfs und wir lassen die ganzen Flederbestien und Manni auf seinem tollen, stolzen Gerät flankieren. Kommt mal ran da. Wieso laufen? So, ja, Arschkekse. Gleich ist es soweit. Ich komme vorbei. Habe ich wenigstens einen erwischt von denen. Ihr geht mal ein bisschen weiter hinter, weil ihr seid noch ein bisschen geschossanfälliger als die Blutritter. Ihr habt keine Rüstung. Und ihr habt kein Schild. Schon mal zwei Sachen, die gegen Geschosse sprechen. Was habt denn ihr da? Versteckt. Alles klar. Ja, die können erst auf uns feuern, wenn wir hier sind. Aber dann haben sie Orgelkanonen. Die können schon ordentlich reinbatzen. So, ich würde mal sagen, jetzt fliegen wir mal drüber. Das muss man mal kurz überfliegen, das Ganze. So, ich würde mal sagen, volle Kanne rein da. Genau wie ihr drei. Holt euch einfach, was euch beliebt. Obwohl, nee, holt euch nicht, was euch beliebt. Moment, Planänderung. Ihr drei werdet nämlich direkt auf den Obermotz brechen. Der Lutz geht einfach irgendwo rein, was ihm lieb ist, genau wie die Vampirin. So, und hiermit werden wir dann gleich schön flankieren. Wir müssen ja nicht mal unbedingt von hinten kommen mit denen. Na komm, greift mal an. Was macht ihr? So. Eisenbrecher flankieren. Eisenbrecher flankieren. Eisenbrecher flankieren. Eisenbrecher flankieren. Habe ich schon mal Eisenbrecher flankieren erwähnt? Ist wichtig. Eine Taktik, die man unbedingt beachten muss. Du hilfst hier so ziemlich mittig mit. Du hilfst. Ja, du hilfst hier mit. Ist wichtig. So.
So. Tja, Manfred, schon einen Zauber verwenden. Haben wir nicht auch Byunas Schicksal? Haben wir. Stark gegen mehrere Angreife. Gibt es auch eine aufgeladene Version? Sieht mir nicht so aus. Komm, hau einfach mal auf Eisenbrecher drauf. Und dann hätte ich gerne erstmal Wiederherstellungen aller Art. Dann gibt es noch ein bisschen Nahkampf-Debuff. Oh Gott, da geht's schon wieder los, ey. So, du hilfst mal hier hinten mit. Haust dir mal alles rein, was du hast und viel Spaß. Hast du noch so einen Führerschafts-Debuff. Gibst mal noch einen Seelenraub dazu. So, ihr. Och nö. Och nö. Ja, super. Total-Bobo-Helme funktioniert nicht mehr. Hm. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, wir haben gerade... Wir haben sogar schon alles Notwendige gemacht, oder? Stimmt, wir waren ja beim Runde beenden. Und dann ist ja das alles passiert. Gut, dann beenden wir die Runde ganz regulär und ganz ehrlich, ich mache jetzt eine Autoschlacht draus. Aber was wir auf jeden Fall gesehen haben an der Schlacht, was wichtig ist mitzunehmen, ja, wie ich es mir gedacht habe, es funktioniert nicht so gut, die Blutritter zu verwenden, um mit ihnen, die sind einfach zu wertvoll, um sie als vorderste Front Kanonenfutter zu verwenden, um damit irgendwie die Gegner zu binden. Alter! Ja, kommt, ey! Wie viel haben wir jetzt verloren? Muss ich jetzt die ganze Armee neu ausheben, ja? Auf jeden Fall, die Blutritter zu verwenden, um die Einheiten zu binden, das ist jetzt nicht unbedingt das Allerbeste. Die müssen wir einfach fürs Flankieren verwenden. Im Tunnel ist es natürlich eine scheiß Idee, da klappt das nicht wirklich. Der Prinz des Nichts. Oh, mal die Kosten für Tote erwecken. Vielleicht machen wir es bei Manni auf diese Weise. Alter, was der verloren hat. Hauptsächlich Blutritter, oder? Und wir können nichts nachholen. Boah. Manfred, du musst dich erholen gehen. Du musst erstmal Fronturlaub haben. So, dann holen wir uns das noch. Und euch Penner nehme ich jetzt eine Siedlung weg. Erstmal mit Togrim Golbar der Bart gestutzt. Und dann gucken wir mal weiter. Dafür, dass Manfred sich erholt, ganz ehrlich, wenn wir wirklich so 7-8 Armeen da haben, dann können wir tatsächlich Leute zum Erholen zurückschicken und trotzdem noch den Druck aufrechterhalten. Wir brauchen einfach nur volle Power. Werner der Belagerer. Wisst ihr was, wir füllen die alten Armeen jetzt einfach noch restlich mit Verfluchten auf. Das ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Ich glaube, jetzt spare ich mal ein bisschen Geld. Obwohl, das können wir mal eben mitnehmen. Was ist hier die Hauptstadt? Die hole ich nämlich zuerst. Okay. Das hat schon echt wehgetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, das war ganz normal. Wir überlegen, ob ich bei Manni einfach die Blutritter weglasse und nur Flederbestien und Wargulfs mache. Hm. Warum eigentlich? Gut, das ist kacke. Ja, gut, das ist kacke, wenn Slayer kommen. Ganz ehrlich, Blutritter haben gegen Slayer auch nichts zu lachen. Und wie oft haben wir Slayer gesehen die letzte Zeit bei den Zwergen? Die machen keine Slayer mehr. Die machen irgendwie nur noch Eisenbrecher und Hammerträger in Massen. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, Manfred kriegt nur Flederbestien und Wargulfs. Ja, das wird lustig. Das wird lustig. Da kann was bei rumkommen.
Erlass. Da machen wir erstmal wieder das Wachstum rein. Schließlich geht er gerade nicht mehr. Todesvampirin. Okay, interessant. Die hat als passive Fähigkeit, wo die andere hier den Geschwindigkeitsbonus hat, hat die eben Nachladerate verbessert. Passiv. Das ist auch nicht schlecht. Kann man einfach besser zaubern. Hat beides seine Daseinsberechtigung, wie ich finde. Wir könnten auch schnell einfach hier was holen. Aber nee, wenn dann... Nee, das ist, dafür bin ich jetzt nicht hergegangen. Wir können es aber so machen, dass einer hier runter geht zum Rekrutieren und der andere macht da oben. Dann dauert es nicht so lange. Upsi. Auch sind sie ins Glas gekommen. Kling. Steiner kommt auch gleich mit Runde. Hoffen wir, dass die Tiermenschen auch mal ihren Beitrag leisten, so langsam. Irgendwie sehe ich von denen kaum was. Einer voll am Übergeben hier. So, stirb! Danke, Arsch. Direkt danach nochmal drauf und dann drauf spucken. Da hätten wir noch Eckrund und das ist volle Kanne. Ach nee, okay, das ist der Gildenmarkt. Ich dachte, das wäre ein Tor. Geht? Eigentlich können wir das gleich mitnehmen, wenn wir schon gerade beim Einkaufen sind, quasi. Matorka ist schon aus? Nee, noch nicht ausgebaut. Ja, bräuchte ich wirklich. Hast du gerade welche? Kommt so ein Dealer so an. Hey, hast du ein paar Truppen? Hab den feinsten Stoff gerade da. So, wir haben hier Schild, Skelette, dann noch Verfluchte mit. Ganz normal Verfluchten halt mit Schilden. Den Rest fülle ich dann mit Verfluchten mit zwei Waffen auf. Klingt nach einem Plan, was? So, jetzt, was das jetzt mit dem Geld auch ein bisschen hinhaut, können wir nochmal schauen, dass wir nachhaltig besser Geld verdienen. Ah, Hafen, 1000 mehr, jawoll. Her damit. Du besiedelst mal hier. Arsch, du befehlst. Arsch, du befehlst. Lass uns verstehen. Dass schon mal die Hierarchie hier geklärt ist. Hossa, hossa, hossa. Gleich weiter Druck machen. Dann würde ich mal sagen, Heinrich Kemmler geht her und plündert das Ding restlich. Also gesagt, reißt es gleich nieder. Und wir kriegen so langsam echt immer mehr schöne Boni. Schwarzer was? Was soll denn das sein? Warum hat eigentlich Vlad keine Rüstung an? Wollt ihr mich verarschen? Helm der Zwietracht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weißt du was? Nimm den ran und das kannst du dann schön im Kampf zünden. Das ist ja auch das Ding, was Helm an Kost hat. Diesen Debuff nebenbei zu machen, ist nicht schlecht. Warum habe ich eigentlich so wenig mit reingenommen? Unerschütterlich. Sagt Angst, verursacht Entsetzen.
Oh, in der Nähe machen die Gegner weniger rüstungsdurchdringenden Schaden und an sich Waffenschaden. Auch nicht schlecht. Ich glaube, da. Ja, Vlad ist ja eh immer so richtig im Nahkampf drin. Weißt du was? Dann nehme ich diesen automatischen Debuff mit. Das finde ich ganz praktisch. Wo waren der jetzt? Irgendwie muss ich nochmal die ganzen Sachen durchgehen. Bei den Leuten. So, aber Vlad, du bewegst dich mal relativ flink. Bitte darüber, um das Ding. Moment. Jetzt schaut es mit der Bittersteinmine aus. Schwerer verteidigt als Eggrund. Und eine Stadt, die jetzt nicht so wichtig ist, weil es nicht eine große Stadt ist. Nehmen wir Eggrund mit. Du, Heinrich Kemmler, wirst höchstwahrscheinlich wieder nach Hause gehen, dich zu erholen. So, dann holen wir mal das Zeug zurück. Kann es eigentlich sein? Märzenhafen können wir eh nicht machen. Das ist ein kleiner Hafenplatz. Ja, aber das nimmt uns auch mal wieder Einkommen weg, dass der Hafen fehlt. Das ist auch doof. Welche Agenten waren es übrigens nochmal, die Korruption verbreitet haben? Obwohl ich ja glaube... Ich glaube, dieses Gebiet war doch so schon einöde. Ich glaube, selbst wenn wir das Ding den Boden verflucht haben, werden wir hier wahrscheinlich eh Verschleißschaden erleiden, oder? Aber was für Agenten konnten nochmal Korruption bringen? Waren es Fluchfürsten oder waren es... Zeig nochmal her. Belagerungszeit, Belagerungskosten. Erfahrung. Siedlung angreifen, Einheiten, Erfahrung, standhaft. Nee. Waren es vielleicht doch die Nekromanten? Ich meine, von denen kann ich noch viel mehr holen. So ist es ja nicht. Gebäude angreifen, Berater. Spürratgeber. Nee, das war die öffentliche Ordnung. Die Vampirinnen? Die Banshees waren es, glaube ich, nicht. Das würde mich sehr wundern. Junge, nimm den Schwamm aus dem Mund, wenn du mit mir redest. Waren es die Vampirinnen? Tatsache, es waren die Vampirinnen. Vampirische Korruption. Und wir können doch blockieren mit denen. Vampirinnen können wir gar nicht mal so wenig rekrutieren, glaube ich, weil wir sehr viele von diesen Gruften gemacht haben. Wenn ich welche holen wollte. Wir haben noch Platz für 6 weitere Vampirinnen. Ich glaube, das ist ein bisschen was. Wenn wir 6 Vampirinnen, wirkt es kumulativ, wenn wir 6 Vampirinnen mit Korruption plus 3 haben in einem Gebiet, dann dürfte das ziemlich schnell verseucht werden. Damit könnten wir uns ziemlich den Weg bereiten. Ich weiß bloß nicht, ob das zählt. Ich glaube, das ist an sich ein sehr unwirkliches Gebiet. Wäre aber eine Idee. Aber wir hätten echt mal mit Vampiragenten spielen können eine längere Zeit, um gute Invasionen zu machen, ohne immer plündern zu müssen. Schön, dass wir das am Ende herausfinden. Gut, ich wusste es ja schon mal früher, ich habe schon mal rausgefunden, hielt es aber nicht für so wichtig. Beziehungsweise hielt es für Geldverschwendung, zu viele Agenten zu holen. Ich erinnere mich. Zacharias, was? Du bist ja hier oben fertig. Du hast deinen tollen Karren fertig. Mach mal Einkommen aus einem Gebäude in der eigenen Region hoch und dann das Einkommen vom Feindlichen runter. Kann ja trotzdem was bringen. Auch wenn ich so das Gefühl habe, dass das DKI sich eh unglaublich viele Ressourcen und Zeug ercheatet. Ah, stimmt. Ich wollte ja noch die Ausrüstungsgegenstände durchgehen. Bei Vlad haben wir es gemacht. Heinrich, was hast du denn? Du müsstest... Er hat alles ausgerüstet, was er braucht. Er hat auch sehr viele legendäre Sachen. Helmangorst. Das Schwert der Pein. Da hast du auch was Besseres. Andererseits... Du bist eh kaum im Kampf. Klinge der Todesqualen verursacht magischen und Feuerschaden.
Das ist eine Fähigkeit, oder? Warum eigentlich nicht, ne? Obwohl, das ist das, was um sich herum wirkt. Ah, und das ist nur auf eine Einheit, dieser Helm der Zwietracht. Ach, das ist nur auf einen. Dann ist das, was um ihn rumwirkt. Ne, das, was um ihn rumwirkt, ist gerade richtig geil. Dann, Vlads, habe ich mich umentschieden, weil das ist ja nur ein Gegner. Dann nimm lieber mehr Rüstung mit. Also, beziehungsweise Rüstung Nahkampfabwehr? Rüstung Nahkampfabwehr, Rüstung Nahkampfabwehr. Ja, dann nimm Rüstung Nahkampfabwehr. Gerade gegen die ganzen Nahkampfzwerge ist es gar nicht mal so schlecht, ein bisschen dich mehr zu verteidigen. Und Manni. Gehst mal weiter. Und bei dir müssen wir auch mal gucken. Glitzernde Schuppenrüstung. Um ihn herum minus 8 Nahkampfangriff. Manni ist ja auch ein bisschen drin, obwohl er nicht auf Kampf geskillt ist. Das passt eigentlich ganz gut. Obwohl, diesen Helm der Zwietracht, das Ding können wir auf den feindlichen Kommandanten immer mal wieder drauf schmeißen. Magieresistenz, das brauchst du jetzt echt nicht gegen die Zwerge. Physische Resistenz, das hört sich doch besser an. Immun gegen Psychologie und unerschütterlich. Von da oben kannst du eigentlich echt gut Feuerbälle schmeißen. Verursacht Angst und Entsetzen. Das könnte bei Vlad auch sehr interessant sein. Aber weißt du was? Ich lasse mal hier mal Feuerbälle von da oben schmeißen. Von seinem hohen Ross. Das ist das mit dem Kontrollverlust. Oh, da nehmen wir gerne mehr Energiereserven mit. Schön. Haben wir das auch schon mal soweit. Optimiert. So. Writer, writer. Operator. Operator. Dieses Kling, 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 nee, das erinnert mich irgendwie an so japanische Filme, wenn so ein Spannungsmoment aufgebaut wird. Beziehungsweise so Japanostreifen einfach. So, Mallorca ist bald wieder aufgebaut. So, Vlad, du hast mal Spaß bei Eckhund. Hol dir zurück, was uns gehört. Komm, das Geld nehmen wir mit. Könntest du jetzt plündern? Sehr schön. Jetzt haben wir wieder ganz gut Geld da. So, Rudi. Ach, weißt du was? Wir können noch ein paar mehr Verfluchte bringen. So. Und jetzt Verfluchte mit zwei Waffen auffüllen. Soweit wie es geht. So, Plus wird ja auch immer besser. So, jetzt haben wir eigentlich schon den Nächsten, der bei der Party mitmachen will. Der kann ja eigentlich zu Valaias Light gehen, oder? Und ich würde sagen, ab jetzt, vor allem mit so schwächeren Armeen und wenn wir so gestreut kommen, verzichten wir nach besten Möglichkeiten darauf, den Feind ständig auszurauben, sondern gehen jetzt nur noch aufs hier zerstören. Das bei Eckhund war vielleicht das letzte Mal. Jetzt geht es wirklich darum, den Feind so schnell wie möglich zurückzudrängen, bevor er irgendwas machen kann. Finde ich wichtig. Du kommst dann auch mit runter. Eigentlich könnte jede Armee noch so ein Wargolf gebrauchen, um dann sofort ohne Belagerung schnell gleich sofort angreifen zu können. Durchaus eine Idee. Vielleicht kann ich an der Front mal einen erheben. Ich weiß nicht, ob Flederbestien auch zählen. Wäre cool. All shall know me and tremble. Master of Unlight. So, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Tausch. Jetzt ist es sehr viel Versorgungslinien verwalten quasi bei diesem Krieg, weil es einfach so weit weg ist alles. Hat aber auch was. Ansonsten haben wir noch da oben. Ach nee, diese zwei Armeen sind ja schon unten. Ich glaube, das ist schon alles, was ich runtergezogen habe, oder? Aber wir können mal noch das Geld nutzen, was wir haben, um hier zu erhöhen.
sind wieder 300 mehr pro Monat. Das ist auch wieder was, was wir mehr unterhalten können. Dann hier noch. Und natürlich bei unseren neuen Kolonien. Zack. Stück für Stück wird das jetzt schöner. Das Ding speichern wir jetzt nochmal so. Alter, bei 256 hat es angefangen, dass wir so über diesen Mehrfrontenkrieg gemacht haben. So unglaublich mega verändert hat sich seitdem nicht. Na gut, wir haben ein bisschen mehr kolonisiert, klar. Aber wenn man sich anschaut, wie aggressiv wir mit den Orks kolonisiert haben. Na gut, da hatten wir auch nicht immer so gegen an mehreren Fronten gleichzeitig gekämpft. Und auch nicht das Problem gehabt, dass wir einfach auf sehr schwer einen Gegner hatten, der uns ständig mit 5 bis 10 Armeen auf die Pelle gerückt ist. Vollen Armeen. Ulkönig. Ach du, ja weißt du was, du machst mal hier so vieles. Mach mal die Verschleißschaden runter. Ah nee, du bist der. Boah, das war doch jetzt... Obwohl, ganz ehrlich, Verschleißschaden zu reduzieren, wenn du bei den Zwergen bist und schnell mal irgendwo hin musst, geht eigentlich doch in Ordnung. Oh, wer kommt denn da wieder? Wusch, wusch. Rekrutierungskosten bitte reduzieren, das ist gut. So, du erholst dich mal schön. Wünsch dir einen fröhlichen Urlaub. Ganz ehrlich, du kannst weg. Du nimmst nur Geld weg. King of Darkness. Puh, genau deshalb werde ich in Zukunft doch lieber sofort niederreißen, weil die Garnison echt nicht zu unterschätzen ist oftmals. Jetzt habe ich tatsächlich einen Verfluchten verloren. Ich glaube mit Schild oder normalen. Ich weiß es gar nicht mal so genau. Aber Vlad, du musst dich auf jeden Fall beeilen und zurück. Und du hältst mal den Typen auf, dass er bloß nicht hierher kommt, um mich zu nerven. Auf meinem Rückzug. Ja, eigentlich könntest du den die ganze Zeit blockieren. Ja, James Nieder, du wartest mal ein bisschen. Auf noch ein bisschen Unterstützung, weil ich glaube, ganz alleine hast du Probleme. Erst recht, wenn hier der werte Herr Ungrim vorbeikommt. Holen wir erstmal so die Leute noch dazu. So. Ansonsten sind wir dann überall soweit fertig. Für die Runde wieder. Ihr merkt, ich mache gerade ein bisschen Zack-Zack. Ich meine, jetzt ist es hauptsächlich eher so ein Versorgungslinienkrieg. Erstmal gucken, wer du bist. Ah, du bist so einer. So einer bist du mir, Alter. Öffentliche Ordnung. Vlad. Dein Brot. Erfolgschance von gegnerischen Helden zu reduzieren ist auch keine schlechte Idee. Wir machen mal auch die Führerschaft besser. Verluste, Verstärkungsrat, Heldenaktion, Verschleiß, Hinterhalt. Ja, komm, das passt schon so. Wir könnten auch noch die Führerschaft bei Angriffen ein bisschen, erhöhen. Wir sind jetzt gerade offensiv. Wäre okay. Tja, lieber Herr Ungrim, kommst wohl nicht ran, ne? Ziemlich doof. So, Helmand Gorst ist relativ frisch dabei. Sammelt euch mal. Ihr geht dann so gemeinsam drüber. Obwohl, du kannst ja schon mal hingehen und auf Plünderstellung warten. Auch wenn du hier noch nichts plündern kannst gerade. So.
Vlad, du gehst mal zurück und holst dir dann auch nochmal hier einen neuen Trupp Verfluchten. Heinrich Kemmler geht schon wieder soweit ganz gut. Der kann eigentlich schon mal wieder so sich auf den Weg machen. Vielleicht erstmal die Verteidigung wieder erhöhen. Was wir hier alles erheben können. Wer weiß, was hier für Schlachten geschlagen wurden die ganze Zeit. Burg Baston. Okay, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, das reicht wieder für die Folge. Kann gut sein, dass die jetzt ein bisschen länger ging. Aber wir wollen ja auch vorankommen. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.